Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, es geht auf Weihnachten zu und das hier ist auch mein vorläufig letztes Video für dieses Jahr. Es war ein langes Jahr, es war ein teilweise hartes Jahr. Viele haben wirklich viel Mist mitgemacht. Es gab aber auch viel Gutes. Sarah Connor war nicht bei Wetten, dass? Nein, ich habe das gar nur so am Rand mitgekriegt. Blöder Spruch, wobei, ja, man kennt Thomas Gottschalk, ja. Da muss man sich jetzt auch nicht so wahnsinnig drüber aufregen. Es war vielleicht nicht die feine englische Art, aber dafür war Gottschalk ja noch nie bekannt. Aber darum geht's ja gar nicht. Heute habe ich euch nämlich wieder ein Comicbuch mitgebracht. Und zwar ist das der 6. Band von Retro Fabriks Masters of the Universe Reihe. Die haben ja vor einiger Zeit angefangen, immer 3 Bände der ehemaligen Harper Comic Reihe von Masters of the Universe aus den 80er Jahren in einem Hardcover aufzulegen. Das hier ist jetzt schon der 6. Band, beinhaltet demnach die Magazine 16 bis 18. Jedes dieser Magazine hatte 2 Geschichten drin. Das heißt, wir haben hier wieder 6 Geschichten. Rausgekommen ist dieser Band bereits letzte Woche, um genau zu sein, am 13. Dezember. Ich konnte ihn euch leider nicht vorher vorstellen, weil ich musste ihn erstmal lesen. Und ich hatte ja diese Bindehautentzündung. Das war ein bisschen blöd, da konnte ich nämlich... Das hat sich lange hingezogen. Es ist jetzt noch nicht ganz gut. Gut, jetzt habe ich auch meine Brille nicht an, aber es ist schon eine Qual hier, die Buchstaben zu lesen, aber es geht mittlerweile schon wieder. So, ich habe den Band jetzt für euch gelesen und es ist aber auch noch rechtzeitig, weil erstens kann ich damit dann das Jahr so beenden, wie ich es wollte, nämlich mit was richtig Gutem. Und andererseits ist es auch noch rechtzeitig, wenn ihr das nämlich heute bei der Retro-Fabrik bestellt. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Das ist übrigens kein Partnerlink oder sowas. Das heißt, da habe ich gar nichts von, wenn ihr das bestellt. Aber die Retro-Fabrik hat was davon und ihr natürlich auch, weil ihr dann ohne Umwege direkt vom Hersteller dieses Buch beziehen könnt. Und wenn ihr das heute bestellt und ein bisschen Glück habt, dann habt ihr es vielleicht noch unterm Baum liegen. Es passt ja wunderbar neben die Eternia Collection, die ich euch vor kurzem vorgestellt habe und die verdammt gut geklickt wurde. Umso erstaunlicher ist es, dass die Comics, die ich euch ja auch alle vorgestellt habe, die Links dazu findet ihr im Anschluss an dieses Video, die wurden nicht so gut geklickt. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Lest ihr nicht? Ja? Oder habt ihr grundsätzlich kein Interesse an Masters? Das kann ja eigentlich nicht sein. Dann würde ja auch die Eternia Collection nicht so gut laufen. Aber darum geht's gar nicht. Es geht heute um diesen Band. Der kostet wie bereits die anderen 5 vor ihm 19,90 Euro. Das heißt, hier haben wir keine Inflation. Der Preis ist stabil geblieben und das Band hat 132 Seiten. Der Band, das Buch hat 132 Seiten, ist, wie ihr seht, Hardcover. Hätte ich fast Hardcore gesagt, und hat neben den 6 tollen Comic-Geschichten, die hier perfekt restauriert wurden, auch noch jede Menge Bonusmaterial mit an Bord. So, wir sehen bereits auf dem Cover, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das ist nicht das Charakterdesign, das wir aus der Comic-Reihe kennen. Das hier ist ein ganz, ganz neues Cover von Albert Hulm. Was es damit auf sich hat, findet ihr bereits hier vorne in der Einleitung. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Es wurde ja in der letzten Zeit immer wieder gesagt, Mensch, wenn du uns die ganzen Geschichten erklärst, brauchen wir sie gar nicht mehr zu lesen. Andererseits doch, weil selbst wenn ihr genau wisst, was hier passiert, ist es ja toll, die Bilder dazu zu sehen, die Texte zu lesen und in Erinnerungen zu schwelgen. Trotzdem verzichte ich dieses Mal auf eine komplette Auseinandernahme der Geschichten. So, wir haben hier vorne wieder einmal die Übersichtsseite, das Inhaltsverzeichnis. Wir befinden uns jetzt hier bei Band 6. Da haben wir dann die Geschichten, jetzt brauche ich sie doch, die Brille. Da haben wir die Geschichten, die Seuche des Satans, Albträume, Kampf um die Zauberrüstung. Das ist auch das, was wir hier vorne als Cover drauf haben. Der fliegende Teppich, Gefahr für Castle Grayskull und Sturm auf Avion. Nicht Avignon, ja, sondern Avion. Avion. Ich weiß nicht, spricht man auf Eternia Französisch? Ich weiß es nicht. Ich tue es jedenfalls
nicht. So, das heißt, wir sind jetzt hier kurz vorm Schluss. Jetzt kommt nur noch Band 7. Wann der rauskommt, weiß ich leider nicht. Da habe ich noch keine Informationen vorliegen. Deswegen beschäftigen wir uns heute erstmal mit dem vorliegenden Band 6. Da haben wir auch vorne wieder eine Einleitung, wo wir gesagt bekommen oder erzählt bekommen, was es mit dem Cover-Artwork auf sich hat. Dann hier nochmal die einzelnen Abenteuer. Auch da wird kurz drauf eingegangen. Es ist sehr interessant. Hier tauchen nämlich Figuren auf, die bisher nicht dabei waren. Kommen wir gleich zu. So, und dann beginnt es auch schon mit dem ersten Band. Und da muss ich sagen, das hier ist ein fantastisches Cover. Hätte mir wesentlich besser gefallen als das hier. Aber ist Geschmackssache. Und abgesehen davon, es hat ja auch was. Ja, wenn wir uns das Cover mal ansehen. So, das ist ja auch so durchgehend hier. Das hat eine Hintergrundgeschichte. Es ist also nicht nur ein brandneues, ganz gut gelungenes Cover, sondern es hat eine Hintergrundgeschichte, die ihr hier drin lesen könnt. So, dann werden am Anfang wie immer die Figuren vorgestellt, verschiedene Figuren. Und dann haben wir hier auch schon einen alten Bekannten, nämlich Guldor aus dem Kinofilm. Guldor ist einer der Charaktere, die ich persönlich, freundlich ausgedrückt, schwierig finde. Ich mag Guldor nicht. Zum einen fand ich ihn in dem Film ziemlich nervig und zum anderen hatte ich immer das Gefühl, dass Guldor der Grund dafür ist, dass Orko, eine meiner Lieblingsfiguren, nicht im Film war. Jetzt steht vorne aber auch drin, dass man es sich theoretisch nicht hätte leisten können, Orko so zu inszenieren, damit er dem Film gerecht wird, beziehungsweise der Vorlage gerecht wird, aber das ist eine Sache, die den Film betrifft. Ich finde es auf jeden Fall sehr bezeichnend in dieser Geschichte hier. Da findet Orko etwas heraus, aber alle haben nur Ohren und Augen für Guldor, der mit seinem magischen Schlüssel, der hier übrigens als Guldors Zauberstab bezeichnet wird und nicht als magischer Schlüssel, aber er hat die gleichen Fähigkeiten. Er jagt die Leute durch die Zeiten und Dimensionen durch. Sie landen hier in Rom in der Arena. Hier, den kennt der ein oder andere vielleicht aus Asterix. Ja, oder hier Napoleon. Ja, und am Schluss ist es dann doch so, dass Orko eigentlich recht hatte und den Tag rettet. Das ist so ein bisschen, kam mir das vor wie eine Abrechnung mit Guldor. Hier Guldor, ja, der stört so ein bisschen, der sorgt auch für Unfrieden. Und letzten Endes, hättet ihr Orko gehabt, wäre es doch um Vielfaches leichter gewesen. Aber egal, ich fand die Geschichte auf jeden Fall ziemlich cool. Dann die Geschichte Albträume, die zweite im ersten Band, beziehungsweise im 16. Band, der erste Band in diesem Band. Wie viele Bände haben wir hier eigentlich? Klar, 7. 7 mal 3. Ja, wird Adam von Albträumen heimgesucht. Und was es damit auf sich hat, sehr interessant jedenfalls. Als He-Man wird er der Albträume Herr. So, ja, hier, da werden auch Figuren gestochen. Ja, und weiter geht es dann mit dem nächsten Band. Der schaut so aus, auch ganz toll. Wie immer kriegen wir hier kurz vorgestellt, wie der Band aussah, also mit den ganzen Werbeaufdrucken. Und dann hier ohne die ganzen Werbeaufdrucke, damit man das Bild genießen kann, auch sehr schön. Da haben wir dann gleich als erstes die Folge Kampf um die Zauberrüstung. Merkt ihr, ich erzähle doch wieder. Ich gehe doch die ganzen Comics durch. Ich reiß mich ein bisschen zusammen. So, die Zauberrüstung, da geht es natürlich um den Zauberrüstungs-He-Man, Battle Armor He-Man, das hier. Das war auch eine der Figuren, wo sogar meine Mutter gesagt hat, die hat damals gesagt, du hast schon 5 He-Mans, wozu brauchst du einen 6. He-Man? Konnte ich sagen, der hat eine andere Rüstung. Ich nehme an, den Kampf haben viele Kinder mit ihren Eltern gehabt. Aber diese Rüstung, die war cool. Die hatte nämlich, die konnte man nicht abnehmen. Das war direkt mit der Figur verbunden. Das war das Einzige, was ich so ein bisschen doof fand. Weil ich habe gerne auch die Rüstungen untereinander getauscht. Oder die Leute ausgezogen. Ich sag's einfach, wie es ist. Und diese Rüstung, die war aber mit der Figur verbunden. Das ging auch nicht anders, weil wenn man vorne draufgeschlagen hat, hatte die einen Schwerthieb drauf. Oder wenn man nochmal draufgeschlagen hat, einen zweiten Schwerthieb, dann konnte man die aber drehen und dann war sie wieder unversehrt. Das heißt, diese Zauberrüstung hatte die Kraft, sie war quasi unzerstörbar. Darum geht es auch hier. Skeletor will dann natürlich auch so eine Zauberrüstung. Ich weiß gar nicht, hatte Skeletor nicht auch so eine? Gab es nicht auch eine Zauberrüstung oder eine Battle Armor Skeletor Figur? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine aber ja. So, dann haben wir hier auch
diese Geräte. Ich finde das so geil, wie man hier in den Comics die ganzen Fahrzeuge und Spielzeuge und auch diese Sachen, die eigentlich brauchte man die. Das waren quasi nur so Stelzen. Und du hast die ganzen Figuren, du hast die Fahrzeuge, okay, aber dann einfach nur so zwei Stöcke, wo du die draufgesetzt hast, kam mir immer so ein bisschen blöd vor, als Kind schon, aber ja, hier seht ihr, wofür die gebraucht werden. Damit kann man nämlich durch Lava latschen. So generell finde ich diese ganzen Geschichten, die hier drin sind, sehr, sehr gut gemacht, sehr spannend auch. Sie haben natürlich, wie die Comics vorher auch schon, keine großartige Relevanz. Also der Storyaufbau, der ist sehr simpel gehalten. Hier jetzt die Folge Der fliegende Teppich, das wäre dann die nächste. Da sind Gwildor und Orko zusammen unterwegs und haben diesen fliegenden Teppich und werden dann halt von den Schergen des Bösen angegriffen, bis dann He-Man dazwischen geht und sie rettet. Es ist quasi eine Episode ohne jegliche Relevanz, ohne richtige Story, sondern einfach nur bunt, schnell, actionreich und damit quasi ideal, wenn man damals als Kind mit den Figuren gespielt hat, dann hat man sich ja auch so Geschichten ausgedacht und hier in diesem Comic waren quasi Vorlagen, die man dann nachspielen konnte, sofern man die ganzen Fahrzeuge hatte. Den Teppich gab es, glaube ich, nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren und den Finger aus der Seite. Aber ist egal, wir kriegen das hin. So, wir sind jetzt beim letzten Band, bei Band 18. Der schaut so aus, sehr geil. He-Man mit dem Windrider. Das war auch ein geiles Fahrzeug. Wurde jetzt auch wieder neu aufgelegt. Und da sind auch wieder zwei Geschichten drin. Gefahr für Castle Grayskull. Und vorne werden wieder einzelne Figuren vorgestellt. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Es sind auf jeden Fall wie immer tolle Figuren dabei. Hier, ja, der Blade auch aus dem Kinofilm. Der war bereits im letzten Band mit dabei. Und dann haben wir auch hier so große Bilder, die über die ganze Seite gehen. Das ist einfach zum Träumen schön. Und auch die Farben, ihr seht das ja, das wurde alles restauriert. Es ist ganz toll. Und meine Frau hat mir versichert, dass man die Texte hier sehr gut lesen kann. Ich selber hatte da, wie gesagt, meine Probleme mit. Dann haben wir hier die letzte Geschichte, Sturm über Avignon. Da geht es um Stratos. Also Stratos hier auch eine der Figuren, die ich damals sehr mochte. Obwohl da war immer der Flügel weg irgendwie. Aber die Figur fand ich gut. Der sah einfach toll aus. Das ist dann halt die letzte Geschichte. Und wie immer haben wir hier auch wieder zahlreiche Figuren drin, mit den, die damals neu auf den Markt gekommen sind. Das war ja im Prinzip auch eine große Werbeveranstaltung. So, auch hier ein geniales Bild, wie He-Man hier über diesem Abgrund hängt. Das wieder mal ein tolles Band und hier toller Band, toller, ein tolles Comic. So, und hier wird dann auch schon der nächste Comic angeteasert, der dann der erste Band im 7. abschließenden Hardcover sein wird. Der beinhaltet dann die Magazine 19 bis 21, die letzten. So, damit sind wir auch schon mit den Geschichten durch. Dann haben wir hinten wie immer Bonusmaterial. Hier wird auf die Bildergalerie eingegangen, die jetzt kommt. Da haben wir wieder jede Menge Bleistiftskizzen und Actionposter, die hier drin sind. Hier auch nochmal das Artwork vom Cover. So, ja, und dann gehen wir mal weiter durch. Hier die einzelnen Cover-Artworks, auch bereinigt von sämtlicher Schrift und allem. Das hier, das ist das Action-Poster. Mega geil. Also das hätte ich mir wirklich gerne ins Zimmer gehangen. Und auch Evil Lyn hier, das schaut einfach cool aus. Da ist so viel Action drin, das ist wirklich, das verdient wirklich den Begriff Action-Poster. So, dann haben wir hier weitere Bleistiftskizzen und dann hier noch umgesetzt, wie das aussah. Hier weitere Poster, beziehungsweise das ist jetzt wieder das Cover-Artwork. Hier, das ist wirklich vollgepackt bis oben hin mit tollen Bildern. Hier auch, ach geil, oder? Ja, also Hordak, ich meine gut, Hordak, der gehörte ja mehr zu She-Ra, aber She-Ra, wer He-Man mochte, der mochte auch She-Ra, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin erst relativ spät zu She-Ra gekommen, aber es ist trotzdem eine geile Sache. So, dann haben wir hier nochmal die Bleistiftskizze von dem Bild, wo ich eben gesagt habe, wie gut mir das gefällt. Wie bin ich heute drauf, wo ich eben gesagt habe, ja, ihr wisst, was ich meine. So, und dann haben wir hier hinten noch eine kurze Übersicht über das vielseitige Genie hinter den Promobildern.
Der eine oder andere hat das vielleicht mitbekommen. Es gab damals hier diese Promobilder, Steckbriefe in verschiedenen Auflagen. Die wurden halt verschieden veröffentlicht. Und wer die gezeichnet hat, das erfahrt ihr hier in diesem Band, in diesem Text hier. Der Künstler ist leider inzwischen verstorben. Aber die, die Promobilder haben überdauert, die Steckbriefe. Die sind hinten nämlich alle drin. Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss für diesen sehr gelungenen Comicband. Ja, wie ich bereits sagte, sehr gelungen, sehr schön. Also für He-Man-Fans auf jeden Fall eine sichere Bank, auch wenn die Geschichten selber, wie die Geschichten vorher, nicht so wahnsinnig, nicht spannend, nicht so wahnsinnig relevant sind. Ja, da sind die neuen Comics auf jeden Fall besser, die haben inhaltlich auf jeden Fall mehr zu bieten, aber das hat sich ja damals auch primär an Kinder gerichtet und Erwachsene lesen es heute aus mehreren Gründen. Einmal aus nostalgischen Gründen, weil sie sich dann zurückerinnern, wie sie diese Comics damals als Kinder gelesen haben, oder weil sie sich dann zurückerinnern, die Figuren sind ja sehr gut getroffen, das heißt, die Figuren sehen wirklich so aus wie die Spielzeuge damals. Man erinnert sich dann vielleicht daran zurück, wie man mit den einzelnen Figuren gespielt hat, oder einfach nochmal, um in der Erinnerung zu schwelgen, wie schön einfach und simpel das Leben doch damals war. So, das war's für heute, das war's für dieses Jahr. Ich habe nicht geplant, dieses Jahr noch was zu machen. Ich wollte zuerst noch ein Sammlungsupdate machen, denke aber, das wäre doch eigentlich ein idealer Einstieg als erstes Video im nächsten Jahr. Das heißt, ich mache jetzt eine hoffentlich wohlverdiente Pause. Nötig habe ich sie auf jeden Fall. Das heißt, ich wünsche euch jetzt frohe Festtage, ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und vor allen Dingen viel Gesundheit, Glück, Erfolg und alles, was ihr euch wünscht für das nächste Jahr. Vielleicht machen Becky und ich noch eine klitzekleine Neujahrsansprache oder sowas, aber geplant ist da aktuell nichts. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr mich jetzt für dieses Jahr erstmal los seid und ich mich erst nächstes Jahr wieder bei euch melde. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt geil. Vielen Dank für den ganzen Support, die ganze Unterstützung hier auf diesem Kanal. Und jetzt gerade im Moment haben wir 2495 Abonnenten. Es wäre total geil, wenn ich mit 2500 ins neue Jahr starten könnte. Das wäre ein Träumchen, das wäre richtig toll. Ja, sagte er und verlor auf der Stelle 10 Abonnenten. Wie auch immer, bis dahin, bleibt gesund, euer